Also, hallo, liebe Birgit Weidmann. Ich freue mich, dass du dir Hallo. die Zeit genommen hast. Ja. Du hast Bücher geschrieben und dich tiefgreifend mit unserer Geschichte beschäftigt. Und da hätte ich einige Fragen an dich. Okay. Und zwar, generell möchte ich mit dir darüber sprechen, wie es kommen konnte, dass die indigenen Stämme in Europa in eine koloniale Situation gekommen sind. Also aus der Geschichte beleuchtet, hatten wir die Römer, die nordeuropäischen oder die mitteleuropäischen Stämme hier erobert haben. Und wie ist es da in diese Kolonialgeschichte gekommen, die wir dann, ja, die sich dann weiter fortzieht? Naja, die Kolonialgeschichte an und für sich ist ja schon sehr, sehr alt. Und da ist ja unser Gebiet jetzt hier, so, wir sprechen über Deutschland und Germanien oder so, ne? Glaube ich, über das Gebiet. Also, Genau, also eigentlich das alles ist ja vom das Gebiet. Schwarzmeer bis zur Nordsee oder noch weiter. Okay, also es wird ja gesagt, dass die Kolonialisierung über die indoeurasischen Steppenvölker gekommen ist, über die Reitervölker, die aufgrund von Umwelt- oder Klimaveränderungen oder warum auch immer losgeritten sind. Und sie sind ja eigentlich zuerst mal runter nach Südeuropa, in Orient, Kleinasien, Nordafrika und sind aber auch hier bei uns, also in Deutschland, also im heutigen Deutschland, natürlich durchgeritten. Hier war das Klima nicht so. Nicht so, also war eher unwirtlich, deswegen sind ja die, sind sie ja dann, haben sie dort unten gesiedelt und haben die dort lebende ansässige Urbevölkerung eher auch versklavt und haben ihre eigenen hierarchischen und patriarchalen Lebensgewohnheiten durchgesetzt dort. Aber ich denke, es geht ja mehr jetzt auch, ich dachte eher, es geht jetzt hier mehr um den germanischen Bereich, also weil das. Genau, der germanische und keltische Bereich, der interessiert mich Ja, besonders. genau. Ich habe irgendwie ein bisschen Faden verloren, sag, fragen wir mal. Ja, also wie kam es dazu, dass die Germanen und auch die Kelten in ein Abhängigkeitsverhältnis gekommen sind? Also wie konnte es sein, dass diese unterschiedlichen Stämme erobert wurden und dann auch neue Gesetze bekommen haben und in anderes Recht gefallen sind? Also Also wie ist es gelungen? muss ich das ja so vorstellen, das sind jetzt Stämme, also vereinzelte Stämme, die jetzt in einem sehr dünn besiedelten Gebieten leben. Und dann sind fremdländische, das ist, weiß man ja mittlerweile, ist ja auch nachgewiesen worden, hauptsächlich Männer, Reiter eben aus dem eurasischen Raum eingefallen. Warum sie eingefallen sind, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Warum sie von zu Hause weggegangen sind und warum sie auch so aggressiv waren und so verroht waren, denn sie sind ja ohne Frauen und Kinder gekommen. Es sind ja fast ausschließlich Männer gekommen, die sich dann dort ansässig, die sich dort mit den Frauen verbunden haben und dort sesshaft geworden sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Theorien. Es, also einmal kann es, ist dort in dieser Zeit, wo ein Klima, also eine Veränderung in den Steppenvölkern gewesen, dass die einfach ausgetrocknet sind, also dass sie keinen Regen mehr hatten und dass sie für das Vieh einfach zu wenig Weidegrund hatten. Dann sind sie immer weiter und immer weiter und dann ist es durchaus auch vorstellbar, dass vielleicht die Frauen und Kinder, die in den Dörfern zurückgeblieben sind, dass sie vielleicht durch irgendwas umgekommen sind. Während die Männer mit ihrem Hirten, mit ihren Tieren unterwegs waren und dann waren sie plötzlich ohne Familie und das gibt ja auch Schmerz und Leid. Also so stelle ich mir das vor. Ich frage mich immer, warum ist das passiert? Warum sind die Männer so verroht, dass sie dann also so in einer brutalen Art und Weise ihre Kultur den ortsansässigen Stämmen aufgedrückt haben. Und das haben sie ja überall gemacht. Das wird Also aber wir sprechen auch jetzt von der heute Zeit gemacht. des ausgehenden Jungsteinzeit oder Anfang der Ja, Bronzezeit. genau.
Und das wird ja letztendlich auch bis heute gemacht. Es ist ja auch die Frage, warum ist diese Entwicklung auf unserem Planeten, hat sie sich so, warum hat sich das Ganze überhaupt so entwickelt? Denn das, was 2000 vor Christus oder 3000 vor Christus in Mesopotamien oder Ägypten und so weiter passiert ist, ist ja dann 1000 Jahre später am Mittelmeer passiert, ist ja dann ab dieser Zeitenwende, ab Null, dann langsam auf nördliche Alpen gekommen. Und dann sind ja wiederum die Weißen, die sind immer die Weißen, ne? Die Weißen, die Europäer, nach Afrika gegangen, jetzt vor 500 Jahren, und nach Australien und nach Amerika, und haben dasselbe gemacht. Es läuft, also diese ganze Art der Kolonialisierung läuft mal locker 5.000, 6.000 Jahre, wo wir das wissen. Und wo wir auch wissen, dass sich die Menschen, die ortsansässigen Menschen dort gewehrt haben und eine andere Kultur hatten, nämlich eine matriarchale, also eine Kultur, wo Männer und Frauen gleichwertig waren und wo die höchste Gottheit oder die wichtigste Gottheit oder die tiefste Gottheit oder die in allem ruhende Gottheit weiblich war, also sich als Mutter. Die Menschen haben sich sie als Mutter vorgestellt, als die große, alles gebärende und das gesamte Leben hervorbringende Muttergöttin. Also Und wir hatten in dem gesamten europäischen Raum matriarchale Kulturen, die dann überfallen wurden von Reiterstämmen beziehungsweise von marodierenden, gewalttätigen patriarchalen Gruppen. Also diese Kurgan-Theorie von Maria Gimbutas, die genau. halt in Wellen immer wieder über diese Völker eingefallen ist. Und einige Archäologen bezeichnen das als plötzlich endeten alle männlichen Linien in unserer Geschichte und eine neue Kultur begann. Also die, was waren das? Eine Hügelkultur, ne? Die ihre Menschen nicht mehr in Massengräbern begraben, sondern hierarchisch in Hügeln. Ja, da kenne ich mich nicht so genau aus, also muss ich sagen, aber denn die Einzelgräber waren ja auch bei den Kelten. Ich weiß nicht, ob das auch mit den Volksstämmen zu tun hat oder ob das eine Parallelentwicklung ist. Ich glaube schon, aber das kann, da bin ich jetzt nicht, bin ich jetzt überfragt. Ich weiß nur von einer Freundin, die Archäologin ist, die mir gesagt hat, dass weit über 90% der Funde alle die gleichen genetischen Verbindungen, also kann man zurückführen auf diese indoeurasischen Volksgruppen. Also wir haben alle quasi eine Mutter oder einen, ja, genau. Und dann ist es nördlich der Alpen mit den Römern hierher gekommen? Oder Ja, ja, also oder was haben die nördlich. Römer konkret gemacht? Also wie ist das da gelaufen bei den Also, Germanen? was ich weiß, ja, nördlich der Alpen, es sind natürlich auch die Reitervölker gekommen. Wir wissen das ja zum Beispiel von den Mythologien. Wir wissen das ja eigentlich nur aus den Mythologien. Zum Beispiel die Vanen als ortsansässige Volksgruppe im skandinavischen Raum, und die Asen kamen aus Asien. Deswegen heißen sie auch Asen. Und die haben ja letztendlich diese Götterwelt mitgebracht mit diesem hochparanoiden Odin, der da sein Götterheer errichten musste und voll die Panik hatte, dass sein Volk oder seine Zeit nicht überlebt und alles zusammenbricht. Und da drehen sich ja unheimlich viele Geschichten drüber, und dieser Thor mit dem Hammer und diese ganzen Dinge, wo dann, also die Vanen und die Asen, gab es ja diese Kriege und so weiter. Und da gibt es ja Mythologien, die eben das erzählen, dass eben eine ältere Schicht, also eine ältere göttliche Schicht, überrannt wird oder übernommen wird. In dem Fall haben sie verhandelt mit einer neu hinzugekommenen. Und das sind natürlich alte Geschichten. Und was wir jetzt aus unserer Geschichte wissen, ist die Geschichte von den Römern. Die sind 50 vor Christus, also circa 50 vor Christus ist ja, oder 58 vor Christus ist ja Cäsar zum ersten Mal hier nach Germanien gekommen, und hat ja dann nach und nach haben die Römer dann ja hier
die ganzen Gebiete erobert rund um den Rhein. Und ja, ins Binnenland sind sie nicht gekommen, also rechtsrheinisch ins Binnenland, aber linksrheinisch in Hunsrück und so sind sie ja ganz weit gekommen. Und diese ganze römische Belagerung, ich muss dazu sagen, ich bin selber gebürtig, komme ich aus Bielefeld, also aus dem Teutoburger Wald. Das ist so dieser Urstandort der alten Sachsen, dieser Altsächsische. Das ist ein ganz großes Gebiet gewesen, die erst 780 aufgeben mussten, 700 oder um die 800 rum, weil es so brutale Feldzüge von Karl, dem sogenannten Großen, gab, dass sie das nicht mehr, dass sie ihre Kultur nicht mehr halten konnten. Die waren ja am längsten im Widerstand. Und ich, ja. Ja, also da kommen wir gleich zu. Aber jetzt erstmal noch zu den Römern. Also die Römer sind dann am Rhein nicht weitergekommen und haben ein Limes gebaut Genau, und die also haben. sozusagen eine Belagerung begonnen. Und erstmal, was ist mit den Stämmen passiert, die von den Römern erobert wurden? Hast du dazu Kenntnisse? Ja, Wie ist es denn gegangen? also letztendlich ist das Gleiche passiert wie bei uns, wie wir das aus Amerika kennen. Die Römer sind mit viel List und Tücke drangegangen, die gutgläubigen germanischen Stämme. Ich spreche jetzt von den germanischen Stämmen. Bei den Kelten ist es noch mal ein bisschen anders. Also, weil bei den die Kelten kenne ich auch nicht so gut. Die Kelten sind ja auch schon selber, weil die Handelsleute waren und Kaufleute, waren ja schon viel patriarchaler strukturiert. Die haben ja selber schon diese Wallanlagen und so weiter gebaut und haben ja teilweise auch germanische Stämme versklavt. Also bei den Kelten ist das nochmal ein bisschen eine andere Sache. Aber die Römer sind, sage ich jetzt mal, hier zum Rhein hochgekommen, da waren ja Kelten und Germanen und haben halt die Stämme unterworfen durch ganz normalen Kampf und natürlich auch durch Hinterhältigkeiten, wie die mit Grippe infizierten Wolldecken bei den Indianern ja auch gewesen sind. Ja, sie sind also quasi, zum Beispiel ist ja überliefert, und ich glaube 1314 nach Christus im Teutoburger Wald gab es ein heiliges Fest von dem germanischen Stamm, den die Römer Marser nennen, wobei ich nicht glaube, dass sie Marser hießen, weil Mars ist ein römischer Gott und zwar natürlich auch ein Kriegsgott. Wenn, dann hießen sie Tyrer. Es war also sicherlich auch eine Ting. Also der Tyr ist ja kein Kriegsgott, sondern ein Verhandlungsgott gewesen. Weil die höchste Qualität der ganzen alten germanischen Kulturen war die Fähigkeit zu verhandeln. Das haben sie über ihre Ting-Kultur 550 Jahre aufrechterhalten können, gegen den Widerstand der Römer. Und sie hatten aber jetzt um 14, um da mal zurückzukommen, haben sie um 14 nach Christus, nach der Zeitenwende, haben sie ist ein Fest gefeiert, wahrscheinlich so ein Herbst, wenn ein Herbstfest gefeiert, und zwar zu Ehren der Göttin Tamfana, wie es heißt. Und da haben sich drei Stämme, die haben schon irgendwie, hatten so ein Bündnis, haben sich dort getroffen, eine heilige Stätte. Und da ist keiner auf die Idee gekommen, dass man Soldaten aufstellen muss, dass man eine Wallanlage haben muss oder dass irgendjemandem mal einfällt, hey, die sind ja jetzt alle am Feiern, die werden wir überfallen. Und die Römer haben genau das gemacht, die haben darauf gewartet. Und wie die dann in ihren am Feiern waren, also sie haben ja gefeiert, aber sie hatten ja gleichzeitig auch Rituale und sie haben sogenannte Trankopfer, das heißt, sie haben wahrscheinlich irgendwelche Substanzen zu sich genommen, getrunken, Pilz, Getränke oder was immer auch. Und naja, da sind die Römer gekommen und haben sie alle ermordet. Und damit, das nennen sie dann Eroberung. Na, das kennen wir von den Indianern, das ist nichts anderes, abgeschlachtet. Und so wird das an sehr vielen Orten gewesen sein. Und darüber waren natürlich die Germanen, die waren ja sehr naturverbunden und sehr kräftig, das sind auch große Leute gewesen. Die waren natürlich ziemlich sauer über diese Situation und haben dann angefangen, Bündnisse zu schließen mit den verschiedenen Stämmen, um sich eben zur Wehr zu setzen. Und dann heißt es immer, die barbarischen Germanen, aber ich denke mal, waren wohl die barbarischen Römer.
Und was willst du denn machen, um deine Kultur und deine Familie zu schützen? Naja, du musst dich ja verteidigen. Es bleibt dir ja gar nichts anderes übrig, ja. Und das Welches entgeht. Interesse hatten denn die, welches Interesse hatten denn die Römer, die Germanen zu überfallen? Also hatten die Metalle oder Gold oder weil sie als Arbeitssklaven gebraucht wurden? Oder Ja, was war das Sklaven und Interesse? Land. Sklaven und Land. Also die Ressource damals war ja der Sklave und ansonsten Habgier einfach. Land, Kolonialisierung, das ist meins, das gehört mir und das gehört mir auch und das ist auch meins und auch meins und auch meins. Ja. Also das ist eine sehr niedere Entwicklungsstufe, der menschliche Entwicklungsstufe, dieses Denken. Immer und überall. Sich dann durchgesetzt hat, also dieses Land dann zu besitzen und da Urkunden anzufertigen und dann Abgaben zu fordern von denjenigen, die halt übrig geblieben sind. Na, das Also ist ja dann sprich. schon später gewesen. Also die germanischen Stämme hatten ja gar kein Eigentum. Gehörte ja allen. Das ist ja am Ende gewesen. Also das Land gehört sich selbst. Und die hatten Vieh, also sie hatten und haben nur Getreideanbau gemacht und sind dann immer mit ihrem Vieh weitergezogen. Und haben dann am nächsten Jahr dann wahrscheinlich dann auf dem Feld Getreide angebaut. So ungefähr muss das gewesen sein. Und die Römer haben dann sich ja lustig gemacht. Ja, die haben ja gar keine Gärten und die haben ja gar keine befestigten Häuser und die haben ja die und so weiter. Und keine Badestuben und was weiß ich alles, was die Römer ja alles, keine Heizungen und so, was die Römer alles brauchten. Und als dann rechts, also östlich des Limes, die belagerten Stämme sozusagen, wie ist es denen ergangen und wie lange hat das gedauert, dass dieser Limes die Handelsströme unterbrochen hat und ihre alten Weidegründe verändert hat? Also wie ist das Naja, da weitergegangen? also es ist ja so, 80 nach Christus wurde der Limes gebaut. Das ist ja eine Mauer, die lief ja auch quer durch die Stammesgebiete, um die Stämme auch in sich selber zu fragmentieren. Also, und dann haben die linksrheinischen Stämme, also links von der Mauer, also das gehörte zum Römischen Reich und rechts war das wilde barbarische Germanien. Und die haben natürlich sind immer wieder gegen die Mauer angerannt, beziehungsweise es gab dann immer wieder Kämpfe und Aufstände. Immer, es ist echt schwierig mit diesem Zoom. Also ja, und jetzt bin ich gerade mal raus. Also die Situation der rechtsrheinischen So, ja, Stämme, genau, was wollte ich sagen? Und dass ich würde sie. sagen, die haben gespürt, dass sie da irgendwie dass sie das nicht ewig standhalten werden, vor allen Dingen die Stämme, die entlang des, also rechtsrheinisch, entlang des Rheines gelebt haben. Wie zum Beispiel die Franken oder Die wo der Belgier. Merowingerkönig herkommt. Wie heißt er denn? Wie hießen die denn noch? Es fällt mir der Name nicht ein. Sigamba. Sigamba. Oder das waren eigentlich friedliche Stämme, die natürlich dann immer kriegerischer wurden und irgendwann haben sie. Manche auch schon sehr früh, wie die Ubier oder andere keltische Völker auch, halt einfach Abkommen mit den Römern geschlossen. Dann haben sie gemeinsam gehandelt und haben eben Söldner gestellt. Und in dieser Zeit sind ja auch die Matronensteine entstanden, wo ich denke mal, das sind Seherinnen gewesen, die gewusst haben, über unsere Kultur geht den Bach runter. Und wir müssen sie in irgendeiner Weise der Nachwelt dokumentieren. Sie hatten ja sonst nichts. Sie haben ja gar nichts gehabt, womit sie hätten dokumentieren können. Und da sind ja diese Votivsteine entstanden mit den drei Göttinnen, mit den drei Matronen,
die auch entlang des ganzen Limes gefunden wurden, weil offensichtlich haben die germanischen Söldner in Verhandlungen das durchgesetzt, dass sie die mitgenommen haben. Und das waren ihre Mütter. Und diese Mütter, also diese drei Matronen, also diese drei Mütter waren sehr oft mit Orten verbunden, weil die hatten Namen, die zu Orten oder Quellen oder so gehört, sehr oft, aber auch zu Eigenschaften und Fähigkeiten. Und da war den Menschen schon klar, dass sie das auf die Dauer nicht mehr halten können. Und es hat aber doch immer noch eine ganze Weile gedauert, weil sie ihr Ting-Heiligtum hatten. Und damit hatten sie sozusagen ein Ritual, Stammesrituale, mit denen sie, wo sie unter sich waren. Denn das Ting-Heiligtum hat bedeutet, dass keiner an dieser Ting-Versammlung mit teilnehmen darf, der nicht zu ihrer Kultur gehört, also mit ihren Gottheiten in Verbindung ist. Das heißt, sie konnten weder ein Christ oder vorher weder ein Römer noch ein römischer Christ hatte Zugang zu dem Ting. Und da konnten sie natürlich Dinge besprechen und sich immer wieder neu vernetzen und immer wieder stärken und immer wieder Mut machen, weil es waren immer auch spirituelle Versammlungen. Da wurden immer auch die Gottheiten eingeladen und so weiter. Ja, also es waren jetzt keine Gerichtsverhandlungen, wie das dann heute immer heißt, wo dann nur die Männer da sitzen und mit ihren Schwertern oder was, sondern so war das mit Sicherheit nicht, sondern es war eine Dorfgemeinschaft, war eine Dorfversammlung, es war eigentlich eine klassische Basisdemokratie. Und diese Tingversammlung ist zum Beispiel bei den Franken, die ja dann der erste Stamm waren, waren vom Niederrhein. Und die Matronscheine kommen auch vom Niederrhein. Also es kann durchaus sein, dass die nicht nur von den Ubiern, sondern eben auch von den Franken kamen. Und die haben dann, da ist dann der erste König getauft worden, also der erste Stammesfürst getauft worden, hat sich taufen lassen, hat sich überlisten lassen, muss man auch dazu sagen. Denn die Art und Weise, wie sie die Taufe dargestellt haben, haben sie ganz nah angegliedert an die Kultfeste der germanischen Kultur. Also da haben sie so zauberische und einen Vogelflug auf und was ich was, und das haben sie ganz nah daran angesiedelt. Und dieser Chlodwig der erste Merowingerkönig, hat also sich taufen lassen und damit war das Ting-Heiligtum gebrochen, weil er konnte jetzt nicht mehr am Ting teilnehmen. So. Und das war der erste Schritt in die Richtung, dass die Überläufer aus den Stämmen, da wurden jetzt seitdem auch immer mehr und mehr, später entstand daraus der Hochadel, diese Überläufer oder diese Verräter, kann man auch sagen, die haben plötzlich Land bekommen und die haben plötzlich Eigentum, Besitz an Land bekommen. Aber das Land gehörte niemandem. Das heißt, die Bischöfe und davor die römischen Staatsräte, die sind einfach hingegangen, haben gesagt, hier, das Land gehört niemandem, ich schenke dir das. Und der Überläufer, ist ja ein Grund, warum jemand überläuft. Also der hat dann, vor allen Dingen im Christentum wurde ja auch hohe Versprechungen gemacht, dass man dann zu den Auserwählten im Himmel nach dem Tod gehört und so. Die haben das dann halt als ihr Eigentum betrachtet. Vorher hatte man aber nur Eigentum an Vieh. Ja, und man hatte seine Hütten und so. Also Eigentum an Land gab es so eigentlich nicht. Ja. Und da ist eben, ich glaube, also da ist man, natürlich kann man fragen, warum ist der übergelaufen, dieser Chlodwig, warum hat er das gemacht? Aber nach 550 Jahren Belagerung, ich kann man schon verstehen, dass da mit Sicherheit auch alle gesagt haben, Frauen gesagt haben, die Mütter und Großmütter und wie auch immer gesagt haben, ey, wir können einfach nicht mehr. Wir wollen auch in Zukunft haben für unsere Kinder. Ja. Und ich denke, dass das eigentlich der Hintergrund gewesen ist von der Seite her, denn die Merowinger Könige waren im Grunde genommen noch sehr lange. Also die sind dann irgendwie ausgeufert, die sind irgendwie groß, sexuell hyperaktiv geworden und weiß ich was, haben dann alle sich Syphilis eingehandelt und sind alle früh gestorben. Und geleitet haben diese Staaten, wurden die Franken dann von den späteren Karolingern, nämlich von den
sozusagen Geschäftsführern. Die haben alle diese Könige dann überlebt, ja. Also das war schon, und naja, und auch die haben ja letztendlich ihr Volk verraten, ihre Ahnen. Also sie hatten ja alle eine Ahnenkultur, das darf man nicht vergessen. Sie stehen ja alle, du stehst ja in diesen einfachen spirituellen Kulturen immer in Verantwortung, auch für deine gesamte Kultur und für deine Geschichte und für deine Ahnen. Und wenn du die alle verrätst, das macht was mit dir. Und ich persönlich glaube, also auch Karl der Große, der sogenannte Karl der Große, also das ist ja eine Beleidigung, den überhaupt so zu nennen, weil der hat so viel zerstört. Aber der hatte zum Beispiel noch, bei dem war zum Beispiel noch, dass er keine Wünsche seiner Töchter jemals abgewiesen hat. Und die Töchter hatten ein sehr freizügiges Leben, obwohl ja schon das Christentum überall vorherrschte. Und das liegt daran, weil die junge Frau ab der Menstruation war sehr wichtig galt als große Seherin. Also auf sie, auf ihren Rat der jungen menstruierenden Frauen wurde immer gehört. Und das ist eigentlich auch heute noch so. Das kann man beobachten bei den jungen Mädchen, also die jetzt gerade in die Pubertät kommen, die haben so eine ganz besondere Art von Hellsichtigkeit. Und das war damals mit Sicherheit sehr, sehr viel stärker ausgeprägt. Und die wurden zu Rate gezogen, die wurden immer mit eingezogen. Schon allein das beweist, dass die Teen-Versammlung auf keinen Fall ein reiner Männerclub war. Wie heute die Stammtische. Also das ist lachhaft, diese Theorie. Das kann gar nicht sein, weil dafür waren die Frauen viel zu stark, ja. Denn zum Beispiel Ja, auch also. Vanleda hat ja auch den Bructera-Aufstand angeführt, ja. Ist auch eine Seherin. Die Seherinnen waren sehr stark. Und Okay. wir nennen das ja Heidentum in Deutschland. Das heißt ja, ein Heidentum heißt ja nicht, sind ja keine Paganen, sind ja keine fremden Völker, denn das hieße, müsste ja Paganismus oder irgendwie sowas heißen. Der Begriff Heidentum kommt nicht vom Pagan, das passt ja auch nicht, sondern der kommt aus, in der Edda gibt es die Heidre und die Heidre ist eine Seherin. Das heißt, das Heidentum sagt eigentlich genau das aus, was war. Es war eine Seherinnenkultur. Eine sozial hochentwickelte Seherinnenkultur. Und das war natürlich den Eroberern ein Dorn im Auge, denn die Seherinnen waren die Gebietshüterinnen. Sie haben dafür gesorgt, dass alles im Einklang ist von Natur und Mensch. Und wie es genutzt wird und wie es den Tieren und den Pflanzen und den Menschen gut geht und allem, auch den Mineralien und allen. Das ist die Aufgabe der Gebietshüterin. Also eine ganzheitliche Kulturschützerin und Bewahrerin und eine, die es weitergibt und auch vermittelt zwischen den Welten, also von den Genau. Ahnen zu den Jungen und auch diese Feinfühligkeit, also dass sie das Gespür hat für die sozialen Strukturen und die Kultur und auch das Spirituelle. Ja, und sie hat auch, also die spätere Hexe wird, also der Begriff Hexe wird zurückgeführt auf das Wort Hag Zissa oder Hager Sissa oder so, ne? Also Hag Zissa. Und Hag ist der umfriedete Ort, ist der heilige Hain. Ein Hag ist ein umfriedeter Ort. Und der wurde gehütet von der Zissa. Nämlich von der, oder Ziesa ist auch eine Göttin in Augsburg gewesen, aber ist es auch eine Hüterin. Also Hag Zissa ist die Hüterin des Hags oder Hüterin des Gebietes oder Hüterin des Hains oder Hüterin des Waldes Ja, oder der Heide oder weiß der Geier was, ja? ich kenne diese Orte. Also es gibt manchmal in alten Wäldern Orte, in denen so Lichtungen, in denen sich Tiere aufhalten, also gerade Rehe und früher waren es wohl auch Pferde, die diese Lichtungen waldfrei gehalten haben. Und da entsteht ein ganz besonderes Kleinklima. Also da, wenn Raubtiere sind ja relativ selten. Und da können sich die Tiere sehr entspannen, weil die Großen, die Pferde,
die sind natürlich sehr aufmerksam und alles kommuniziert ja miteinander. Also es gibt ja jetzt noch Menschen, die aus 2 Kilometern Entfernung Raubtiere oder an neue Menschen, die reinkommen in das Ökosystem, hören können, nur anhand von Vogelstimmen. Also diese Kommunikation, die dort auf diesen heiligen Hainen stattfindet, ist, glaube ich, eine sehr, ja, sehr heilige. Also, weil sie viele verschiedene Ebenen und unterschiedliche Spezien betrifft. Und wenn man das fühlen kann und da ja, meditiert und da akzeptiert wird von den Tieren, also dann, es gibt noch so ein paar Aufnahmen, die sind sehr spektakulär im Zentrum vom Kongo, wo sich Waldelefanten und Büffel und Nashörner und Gorillas aufhalten, Flachlandgorillas. Da gibt es so von Geographic Aufnahmen von diesen heiligen Hainen in Zentralafrika, die halt sehr spektakulär sind, aber die gab es halt oder gibt es teilweise immer noch in den alten Hirtenvölkern, ja, die Hochlandweiden oder halt auch mitten im Wald weiden, die dann wahrscheinlich früher auch für spirituelle Erfahrungen genutzt wurden. So weiß ich das bei den Druiden, bei den Kelten, die hatten auch ihre heiligen Haine, wo sie da ja von den weißen Pferden gelernt haben. Ja. Aber das ist wahrscheinlich auch nur ein Abklatsch dessen, was die Seherinnen hatten, oder? Also sind die Druiden für dich ja auch Verräter? Oder wie kann man deren Situation einordnen? Weil bei den Germanen waren sie ja nicht besonders beliebt und waren auch schon, als die Römer kamen, im Niedergang. Also jetzt erstmal zu dem einen nochmal zu dem Heiligen Hain. Das waren jetzt zwei. Also erstmal nochmal bei dem Heiligen Hain. Es gibt eine Überlieferung von Tacitus, der auch darüber berichtet, dass die weißen Pferde Orakelpferde waren bei ihnen. Die haben sie also ja nicht geritten, aber sie haben dann ihren Lauf beobachtet und daraus das Orakel gesprochen. Das waren für sie die wichtigsten Pferde, die wichtigsten Orakel. Das finde ich schon mal sehr spannend. Auch was du erzählst über die besonderen Orte, finde ich also sehr interessant. Wir haben hier im Wald auch so eine sehr große Wiese, naja, mittlerweile. Aber die war auch mal als Pferdewiese genutzt, aber die wächst auch nie zu, ja. Und das ist eine ganz besondere Energie. Also das ist wirklich so ein ganz spezieller Ort, ja. Da sind viele, ja, so ist das. Ja, wenn man halt ruhig ist, also wenn man es schafft, mal 1 Stunde oder 2 sich nicht zu bewegen und dort sich ruhig zu verhalten, dann fängt auf einmal alles an zu leben. Also die Mäuse kommen raus, die Vögel fangen an, sich zu entspannen und einen zu akzeptieren, wenn man keine Gefahr darstellt. Also das ist, glaube ich, auch eine besondere Eigenschaft, die man erstmal erlernen muss, um dann überhaupt in diese, ja, in diese Systeme reinfühlen zu können. Ja. Und ich denke, die Schamanen, also die haben ja genau das gemacht. Und das waren ja Männer und Frauen. Also es gab ja, also es gibt ja zum Beispiel in den germanischen Überlieferungen die Tingpriester, sind also ganz klar die Männer, die das Ting gehalten haben, die den Tinggott angerufen haben und so weiter. Und das waren ja auch Schamanen. Und der Teufel ist ja das beste Beispiel dafür, denn der Teufel, die althochdeutsche Bezeichnung von Teufel ist Tiu, Pfahl. Und Tiu ist derselbe wie Tür oder Tivats. Und das ist der Tinggott, der Gott der Verhandlung. Und der wird im Nordischen als Tyr, der übrigens älter ist wie Odin, aber nie gegen Odin gekämpft hat, sondern immer sich mit ihm kooperiert hat. Also nochmal, der kommt noch irgendwie aus einer ganz anderen Schiene, kommt auch nicht von den Warnen, der kommt noch aus einer älteren Kultur. Und dieser Tür, wird auch immer als Schwertträger dargestellt, aber dieses Schwert dient nicht dem Krieg und dem Kampf, sondern dient der Entscheidung bei einer Verhandlung, also so, oder der Entschiedenheit, also so.
deute ich das Schwert da. Also ich deute es ganz anders. Die Germanen hatten übrigens gar keine Schwerter. Die haben nur so 10 cm lange Eisenmesser, recht kurz, mit einem Schaft unten, und da konntest du einen kurzen Stiel dran machen aus einer Küche oder geschlachtet, oder wie, konntest du einen langen Stiel, und konntest du dann jagen oder so, und damit haben sie auch gekämpft. Die hatten keine Speere, das stimmt überhaupt gar nicht, die hatten auch keine Schwerter. Das kam dann erst später. Ja. Und was die Kelten und die Druiden betrifft, also die Druiden, das kommt ja ganz drauf an, wo das war. Die Druiden waren auf jeden Fall keine, also zumindest in Irland nicht, keine Freunde der Christen. Die Christen haben ja in Irland sozusagen ihre nordische Dependance aufgebaut. Also Rom war ja südlich der Alpen und Irland war nördlich der Alpen, und da haben sie große Kloster und Anlagen gebaut, und dort haben sie die Ausbildungsstätte der ganzen der Mönche gemacht, die dann Skandinavien und Deutschland, hier Mitteleuropa, missionieren sollten. Und von da kamen die auch alle. Und das hat den Wikingern zum Beispiel überhaupt nicht gepasst. Und die haben dann ja mit Hilfe der Druiden, haben die da ja haben ja alles zerstört, um 800, glaube ich, oder sowas war das. Und genau, und da waren die Druiden ganz klar auf der Seite der Freiheit von der Kolonialisierung. Und dann gibt es natürlich auch den Druiden, den du da mir auch geschickt hattest. Ich weiß nicht mehr, wie hieß er ja, irgendwie. Hedora Divitiatius oder Ja, genau. Also Divitius. den kannte ich überhaupt nicht, habe jetzt mal nachgelesen. Aber der ist möglich, also da gibt es für mich zwei Theorien. Also, weil man darf nicht vergessen, alles, was wir wissen, ist römische Kriegspropaganda. Wir wissen ja gar nichts. Alle, die gesamte Geschichtsschreibung Ja. ist römische Kriegspropaganda. Also eigentlich kann man es wahrscheinlich auf den Kopf stellen, wie man den Udin, der Kopf über die Runen erfahren hat, mit dieser akrobatischen Nummer. Na, ich weiß nicht. Ne? Also irgendwie ist alles falsch rum. Vielleicht, ja. Also einerseits gab es schon immer Priester, die übergelaufen sind. Das war bei den Babyloniern so. Die Marduk-Priester sind ja alle übergelaufene Priester gewesen, die dann nur noch die Macht unterstützt haben und die Macht wollten und sich gegen die Göttinnen Inanna und Ishtar und so weiter gestellt haben und geholfen haben, die Leute zu unterjochen. Bei Jahwe ist genau dasselbe. Die Propheten, die waren ja, haben sich ja auch gemein gemacht mit den Machtinteressen der Staatsmänner. Und da ist ja auch sogar interessant, weil Jahwe schreibt man JHW, ne? H, JHWH. Also, weil die Israelis, die schreiben keine Vokale. Und das Okay. kannst du genauso wie Jewa lesen. Und Jewa oder Shewa ist Eva. Also kannst du gar nicht wissen, ob Jahwe oder Jehwa die ursprüngliche Gottheit war. Auf jeden Fall die Eroberungsgottheit war Jahwe. Ja, aber er heißt auch Jehova. Und da ist wieder JHWH ja, drin. Könnte also Jehwa genauso. Und so muss man halt immer ein bisschen da vorsichtig sein. Naja, und so haben wir das immer, dass es korrupte Priester gegeben hat. Die hat es ja im Vatikan, das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Das haben wir auch sehr aktuell. Und es sind aber nicht alle so. Es kann aber auch sein, dass diese Verhandlung dieses Druiden einen ganz anderen Hintergrund hatte. Der hat gewusst, die Römer planen den Überfall auf Gallien und auf Germanien und hat versucht, mit einer Verhandlungsstrategie diesen Überfall zu verhindern. Das wissen wir ja gar nicht, weil wir die Geschichtsschreibung nur aus der Seite der Römer kennen. Das Ja, ist interessant. Und jetzt hatten wir, also wir haben jetzt den Überfall der Römer auf die Germanen und dann den Zusammenbruch des Römischen Reiches, zuerst des Weströmischen Reiches und dann später Konstantinopels bzw. Byzanz und eine Übernahme dieser römischen Kultur durch die römisch-katholische Kirche bzw. durch die byzantinische Kirche. Und dort
haben wir dann wieder ähnliche Strukturen, die sich dann über das germanische Gebiet sozusagen erstrecken. Und jetzt ist meine Frage, wie hat sich das ausgewirkt? Also es gab ja in der Geschichte immer wieder Bauernkriege und Aufstände, die ja bis hin zu Luther eigentlich mir bekannt sind, also bis zur Reformation der Protestanten sozusagen, die dann auch wieder niedergeschlagen wurde vom Adel. Also warum hat das Volk immer wieder rebelliert und was wollten sie erreichen? Also zuerst muss man sagen, das Römische Reich hat ungefähr um 300 nach der Zeitenwende gemerkt, sie können ihre Grenzen nicht mehr halten. In dieser Zeit haben sie die Christen verfolgt in Rom, aber nicht wegen ihres Glaubens. Die Römer haben nie Leute verfolgt wegen des Glaubens, sondern als Staatsfeinde haben sie die verfolgt. Heute würden wir sagen als Terroristen, weil die Christen nicht bereit waren, den Kaiser anzubeten oder vor ihm zu knien. Und das haben sie als Majestätsbeleidigung betrachtet und auf Majestätsbeleidigung stand Ghetto. So wurde auch Jesus umgebracht. Das war auch Majestätsbeleidigung, weil er hat gesagt, ich bin der König der Juden. Also das war das, womit sein Widersacher dem römischen Statthalter den Grund in die Hand gegeben haben, dass er den umbringen musste, wenn es das denn alles so gegeben hat. Aber und dann, also deswegen wurden die Christen verfolgt. Das ist jetzt erstmal sehr wichtig, weil hier ist auch unsere Geschichtsschreibung nämlich irgendwie total verfälscht. Und weil die Römer gemerkt haben, können die es nicht mehr halten, brauchten sie Unterstützung. Und dann haben sie, das war der Konstantin, hat dann gesagt, wir hören jetzt auf mit der Christenverfolgung. Die Jungs sind super organisiert, ja. Die haben eine klare Hierarchie. Die sind mega fanatisch, die haben so eine tolle Sache wie Beichte eingeführt, die haben ein heiliges Buch, die sind ja perfekt für uns, um bei den Germanen und bei den ganzen Völkern, die wir nicht in den Griff kriegen, um da mal hinzugehen. Die Jungs haben auch keine Angst, die gehen da einfach hin mit ihrem Buch und werden sagen, ihr müsst alle Christen werden, wir taufen euch. Die sind doch super für uns. Und dann wurde das Christentum zur Staatsreligion. Sozusagen 380 und dann waren und dann haben sie seitdem haben sie gemeinsame Sache gemacht. Ja, da lief das ja noch. Da gab es noch gar keinen getauften Chlodwig, keinen getauften Merowinger. Der kam ja erst 150 Jahre später. Die haben also die Römer selber haben sind quasi untergegangen, aber sie sind nicht untergegangen. Sie sind in das römische Christentum eingegangen und dann in das deutsche Rhein römische wie heißt es römische Reich Deutsches deutsche Reich, Reich römischer Name. römische heilige römische Reich deutsche Nation, genau. Genau so, Also sie ja. haben eigentlich überlebt, vollkommen überlebt bis heute in der Rechtsprechung. Wir sprechen noch immer Latein, die wichtigsten Naturwissenschaften, musst du Latein können. In der ganzen Geisteswissenschaften, in der Medizin, der Heilkunde musst du Latein können. Also die haben ja komplett und die gesamte Geschichtsschreibung basiert immer noch auf dem römischen Weltbild. So, das ist mal für mich, das ist sehr wichtig, weil die Geschichtsschreibung oder auch was wir in den Schulen und Universitäten, was da gelehrt wird, wird das nämlich völlig übersehen, dass wir dort schon eine Medienmanipulation hatten, nämlich mit Hilfe des Christentums. Die Römer haben mit Hilfe des Christentums, mit Hilfe der Bibel, der Beichte und so weiter, haben die das gemacht, was wir also haben wir eher eine Medienmanipulation gemacht und die war erfolgreich. Die Leute sind reihenweise zum Christentum übergetreten, weil sie gedacht haben, das ist eine Art Parteibuch und das kann ja nicht so schlimm sein und wir machen trotzdem unsere alten Kulte weiter, ja, und haben geglaubt, die verarschen die, aber so war das nicht. Ja, denen wurde immer mehr zugesetzt. Die erste Generation waren Nennchristen. Nächste vielleicht auch noch, aber die dritte Generation wurden dann schon wirklich zu harten Christen. Und manche auch früher, weil sie ja immer mit ihrem Komplizen, dem Teufel, gearbeitet haben. Der Angst vor dem Teufel, Angst vor dem Tod und Angst vor dem Fehltritt.
also von der Sünde. Die Frauen wurden degradiert als Erbsünderinnen, die auch die Erbsünde immer wieder gebären und die überhaupt Erbsünderinnen per se sind. Ja, als Frau bist du Ursünderin. Und dadurch waren die Frauen immer in dieser Minderwertigkeit und ihr Vorbild, ihre Göttin Maria, wurde plötzlich zur Tochter dieses Gottes, der so ein wahnsinnsparanoid aus und paranoider Herrschaftsgott war und aus seinem Paradies alle rausgeschmissen haben, die mal ein bisschen Spaß haben wollten und Pärchen, die sich verliebt haben und die gerne abessen wollten und Erkenntnis haben wollten und die vielleicht Sex haben wollten, was weiß ich. Und das Paradies war ursprünglich der heilige Ort für die körperlich-geistige und seelische Vereinigung, nämlich für die heilige Hochzeit. Das war das Paradies, das war der heilige Hain. Das hat der Gott besetzt. Und der Gott wollte die Gehorsamskultur durchsetzen und hat das mit Feuer und Schwert gemacht. Hat sich die Engel als seine Vasallen untertan gemacht, hat gesagt, ihr steht da und haltet jetzt Wache. Solche Dinge. So kann man das auch lesen. Wird natürlich nicht so. So, und allein diese Gehirnwäsche, die da so massiv begonnen hat durch das Christentum. Also Christentum halte ich für, das war eigentlich das Schlimmste. Das war jetzt in unserem Gebiet, ja. Wir haben es ja auch mit Zarathustra damals auch schon. Die Perser haben das mit der Zarathustra-Religion ja auch schon gemacht, auch versucht. Hat ja auch eine Weile geklappt. Das war auch dieses Gut-Böse, ne? Und genau, und diese Jahwe-Sache auch. Und dann halt jetzt hier. Aber ja, und Christentum gehört ja auch zusammen. Und genau. Und dann, Also ja. Zarathustra ist diese Feuerreligion aus dem Iran, also aus Persien. Zarathustra ist aus Und Persien. Der hat, da gab es den Ahura Mazda, den Sonnengott, und seinen Widersacher, den Ahriman. Und die waren von der Mythologie her eigentlich Zwillingsbrüder. Und die hatten auch eine Mutter, die eine Zwitter, also eine Urgöttin war, die aus sich selbst heraus also das Leben erschaffen hat. Die wurde dann aber degradiert als die Böse. Und dieser Ahura Mazda war eben der Gute und der Ahriman war der Böse, der ein Heer von Teufeln und Dämonen und Bösewichten halt hatte und jeder, der einen Fehltritt machte, damit bedrohte. Das okay. war schon, das ist 2000 vor Christus ungefähr gewesen. Ah. Ja, also da die ganzen hierarchischen und auf Gehorsamskulten aufbauenden Religionen, Religion, Rückanbindung. Rückanbindung, ich verstehe unter Rückanbindung eigentlich was anderes als auf Gehorsamskulturen. Mich will ich mich da eigentlich nicht rückanbinden. Und also das ist schon ziemlich alt. Ja, und dagegen haben sich natürlich die Menschen gewehrt. Jetzt stell dir vor, du lebst, wie du lebst, ja, und da kommt dann jemand daher und sagt, erstens brauchst du das Parteibuch der Kirche, also Kirchenbuch, dann brauchst du, musst du zur Beichte gehen, einmal in der Woche musst du zum Sendgericht ins Dorf gehen, da wird alles besprochen, da gibt es ja natürlich Leute, die so vorauseilenden Gehorsam haben und dann verpetzen und sagen, ja, der Michel, der hat das und das angestellt und der hat mit der und der Frau, die hat er ja viel zu freundlich angeguckt oder weiß der Geier irgendwelche blöden Sachen, ja, oder der hat seine Büffel auf eine Weide gestellt wurde, dann ich hätte stehen lassen und was ich, der Geier, ja. Und dann heißt es, du bist ein Teufel im Bunde, ne? Und dann kann das ganz schnell gehen. Und dagegen und vor allen Dingen haben sie ja den Menschen die Lebensgrundlage geraubt, indem sie einfach Land und Leute verschenkt haben. Die haben ja im wahrsten Sinne des Wortes Land und Leute verschenkt. Die haben den Überläufern in den ersten Jahrhunderten haben sie so viel Land geschenkt, dass der Hochadel ja richtig steinreich gewesen ist. Es war alles Raubgut. Ja, und wenn du die Geschichte der Bauernkriege liest, da gibt es auch im Internet eine, glaube, das ist doch noch, gibt es da noch. Also wo jetzt einfach nur, was haben die gefordert?
Das fing ja schon super früh an. Die Bauern sind aufgestanden, schon 300 nach der Zeitenwende, sind sofort aufgestanden. So geht das nicht. Das ist unser Land. Und später, wie so um 1000, kam dann die Lehnsherrschaft und dann kamen dann die Frondienste für diese bekloppten Burgen und Schlösser, die keiner braucht, und Klöster. Und da mussten die natürlich ihre Frondienste immer während der Erntezeit machen. Ja, da waren sie natürlich stinkesauer. Und auch die Frauen waren natürlich stinkesauer. Und das dann mussten die Männer dauernd für irgendwelche kleinen geistigen Streitereien als Soldaten in irgendwelche Kriege ziehen. Dann war die Gefahr, dass sie nicht zurückkommen oder verletzt oder traumatisiert zurückkommen, mussten die Frauen das alles alleine machen, die Dörfer. Dadurch hatten sie nach wie vor, auch wenn natürlich illegal, eine starke Position in den Dörfern. Und sie, die Frauen, also davon gehen viele Frauen, also gehe ich und viele, viele andere auch davon aus, die Frauen haben letztendlich im Hintergrund diese Bauernaufstände immer wieder befeuert und haben ihren Männern und ihren Brüdern und ihren Söhnen gesagt, Leute, ihr müsst was tun. So geht das nicht. Ja, wie soll das funktionieren? Wir haben hier Kinder, ihr habt Kinder. Wie soll das alles gehen? Ja, die klauen uns hier das letzte Hemd. Und deswegen sind die aufgestanden. Und die haben ja auch wirklich, die haben ja auch die ersten Menschenrechte sogar entwickelt. Warte mal, was waren denn jetzt? Die 12 Artikel von Memmingen um 1524, da war gerade der Buchdruck erfunden, haben die das verteilt. Da haben die 12 Artikel entwickelt, also in so einer Bauernversammlung, die eigentlich, wo heute gesagt wird, weil es war, es sind die Vorläufer der Menschenrechte. Also Okay. nur, es wird natürlich, ja, genau. Und Also das heißt, das waren sehr fortschrittliche durch direkte Demokratie und auch durch das Leid und durch das Unrecht, das denen widerfahren ist, sehr fortschrittliche Versammlungen, die dann in der Lage waren, sich zu organisieren. die haben sich Und organisiert, genau. Und ich darf nicht vergessen, die Ahnen hatten die Tinkultur. Na, also, ja, also wir kommen ja, der gesamte Bereich nördlich der Alpen kannten mehr oder weniger fast alle das Ting, also die Generalversammlung. Die Schweiz hat heute noch die Basisdemokratie. Die haben das durchgezogen, ja. Und das ging ja bis hoch nach Skandinavien in den Norden. Ne? Und diese Tinkultur, diese Kultur, glaube ich persönlich, sitzt in uns ganz tief drin. Wir wissen, dass wir verhandeln können und miteinander sprechen können. Und zwar auf Augenhöhe. Und gerade die Germanischen, zum Beispiel, es waren ja auch Germanen, die relativ früh schon nach Rom gegangen sind, um von denen zu lernen und vor allen Dingen zu verhandeln. Also noch zu Caesars Zeiten, auch zur selben Zeit wie dieser Druide. Und der Cäsar und auch seine Nachfolger, die waren immer richtig sauer, weil diese abgesandten Barbaren haben Augenhöhe gelebt. Die haben sie einfach gelebt. Die haben denen gerade in die Augen geguckt und die haben einfach Augenhöhe gelebt. Ja, und so haben sie auch diskutiert. Und das wurde eigentlich immer gefordert von allem. Bis wird ja bis heute im Widerstand gefordert. Augenhöhe, miteinander sprechen. Wir sind alle Menschen, wir sind alle Seelenwesen. Warum will einer mehr als der andere haben? Was soll das? Was für einen Sinn soll das Ganze haben? Und je mehr du mit der Erde verbunden bist, ja, umso mehr nach oben in den Schlössern und Burgen, da kriegst du ja nichts mehr mit. Da bist du ja schon geistig degeneriert, aber im Grunde genommen eine Basic, du lebst da wirklich am Grund, ich auch, ja, wir haben ja nicht mal in Deutschland, gibt's hier, es gibt bei uns keine Stromleitungen, wir müssen machen unseren Strom selber. Und solche Orte gibt es auch noch bei uns und dadurch bist du an der Basis des Lebens und das waren die Bauern eben auch. Und man muss dazu sagen, Luther war ein Gegner der Bauernaufstände, richtig massiver Gegner. Und er war ein Befürworter, dass die Frauen aus Sachsen verbannt wurden. Und die Bauernaufstände sind eigentlich erst seit der Französischen Revolution gibt es die in dieser Form nicht mehr, weil die sind quasi in die Französische Revolution gemündet, kann man quasi sagen. Und
weil das ist wahrscheinlich historisch nicht so einwandfrei, aber wenn man das so verfolgt, werden sie, und danach gibt es eigentlich diese Bauernaufstände, diesen Stand der Bauern in dem Sinn auch nicht mehr, weil die Hoffnung dann lag, dass wir, die Bürger und Bauern, quasi jetzt das übernommen haben. War natürlich ein Schuss in den Ofen, war ja in keinster Falle der Fall, weil der Bürgerkönig war dann doch ein Kaiser. Und hat also alles, aber dann war und die Leibeigenschaft wurde auch nicht von den Protestanten kritisiert, keinerweise, oder abgeschafft. Es waren Protestanten, die abgeschafft haben, zum Teil. Ich weiß nicht, wie das mit den Katholiken war. Aber das war ja erst im 19. Jahrhundert. Also 1800, 1700, 8, oder 18. Jahrhundert fing das an mit der Abschaffung der Leibeigenschaft. Und du spürst das auch in den Dörfern hier, also dieses Geduckte manchmal, was die Menschen so haben. Also einerseits eine Wut, ja, eine Wut über Ungerechtigkeit und auf der anderen Seite auch so was Angstvolles, so was Geducktes, ja, wenn sie das Gefühl haben, da kommt jetzt hier so ein berittener Graf daher, weil die halt, oder die nächste Rege da, seine Vasallen, die sind ja viel schlimmer. Und Das heißt, wir haben erstmal uns einigermaßen wehren können gegen die Römer, aber dann hat die Kirche sozusagen die Stämme infiltriert und dann die Adligen im Grunde genommen die Bauernaufstände immer niedergeschlagen. Also richtig gewonnen haben die Bauern ja nicht. Also es kam dann ja die Leibeigenschaft und dann ja auch die Renaissance und ja, also wie ist da deine Einschätzung? Wie ist diese Kontinuität? Wer hat im Endeffekt also bis heute jetzt dann die Macht, beziehungsweise zieht sich das Römische Reich sozusagen in seiner imperialen Struktur bis heute durch? der Imperialismus ist doch bis heute, der lebt doch auf, stärker denn je im Moment. Also der Kolonialismus ja auch. Ich meine, sag mal, vielleicht hier nicht gerade politisch, aber es ist doch so. Ja? Ich meine, was da gerade passiert, das ist doch nackter Kolonialismus. Und das passiert ja nicht erst seit gestern oder seit 2022. Ja, das passiert der Mauerfall und das war doch der Startschuss für den Kolonialismus vom Westen in den Osten. Also Und der was ist läuft ja jetzt unsere weiter. Chance? Also, ja, wie können wir daraus lernen? Wie können wir uns organisieren, aus der Geschichte sozusagen zu lernen, um unsere Rechte wiederzuerlangen? Also, wir Also haben ich ja einiges glaube, das verloren. funktioniert Du hast ganz anders. Ich glaube, es funktioniert ganz anders. Ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass wir, also man kann nicht sagen, dass die Bauern verloren haben oder so. Ja, sie wurden aufgeknüpft und sie wurden umgebracht und was weiß ich, ja, und wurden versklavt. Der Stand jetzt, aber der einzelne Mensch hat Erfahrungen gesammelt. Und warum sind wir überhaupt auf diesem Planeten? Das muss man noch eigentlich fragen. Wenn wir lernen wollen, eine Liebe zu leben, die frei ist, aus der Freiheit heraus zu lieben und Erkenntnisse zu sammeln, da brauchen wir sehr bisher offensichtlich noch immer die Katastrophe, um überhaupt was zu lernen. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir Menschen hier inkarnieren, weil wir Erfahrungen machen wollen und weil unsere Seele sich weiterentwickeln will, dann muss man die Wertung eigentlich gerade wieder rausnehmen aus dem ganzen Thema. Und dann kann man auch die Verzweiflung rausnehmen und kann das Ganze viel besser neutralisieren, weil ich bin überzeugt, in dem Moment, wo wir in uns selber den Frieden schaffen und je mehr Menschen in sich selber den Frieden, also befriedet, die Ansprüche und alles befrieden und ihre Lücken und ihre Wege finden, wissen, was sie tun wollen und da diesen Weg auch gehen und dann merken, also das ist mein Weg. Je mehr Menschen das machen, umso weniger Zugriff hat der Imperialismus oder Kolonialherren und die ganze Habgier auf einen, weil sie haben gar keine Macht, weil das
zerfällt, weil wovon leben sie? Sie leben nur von unserer Angst und von unserer Wut. Was anderes interessiert sie ja nicht. Also sie wollen, und mit Angst kannst du Lebensversicherungen verkaufen. Alles. Also ich habe früher im Verkauf gearbeitet, Versicherungen und Immobilien. Und was habe ich gelernt in den Schulungen? Über den Bauch verkaufen, über die Angst verkaufen. Also wenn du den Leuten Angst machst, nicht zu viel natürlich, dann fällt es auf und so weiter. Und so wird es ja, so läuft das. Und das, wenn man sich keine Angst mehr machen lässt. Ja, okay, es läuft nicht so gut. Aber wenn du dir vorstellst, du lebst in einem Land, in dem Krieg ist, und dein Umfeld wird im Frieden bleiben. Und wenn nicht, da musst du natürlich klar für dich entscheiden, kann ich da bleiben oder nicht und was mit meiner Familie, meinen Kindern und so weiter. Aber dann fügt sich das schon. Also dieses Vertrauen, also ich kann das nicht anders formulieren. Ich glaube, das ist es. Und welche Rolle spielt für dich eine gewisse Autarkie bzw. Souveränität über das eigene Leben? Also sprich der eigene Alltag, Lebensrhythmus, aber auch die eigene Ernährung und das eigene, ja, das eigene zu haben, also die Gemeinschaft und das eigene Haus, Besitz, Land, Tiere, Garten und so weiter. Welche Rolle spielt das? Also die Gemeinschaft spielt für mich eine große Rolle. Also das Miteinander und dass ich auch genau weiß, wer kann was, wo kann ich hingehen, wenn ich was brauche, wenn ich Hilfe brauche und so weiter. Die Autarkie, dass ich das kann überhaupt und dass ich das auch tue, meinen Garten machen, also meine Ernährung selber anbauen, weitestgehend. Oder du hast Vieh oder wie auch immer man das macht und dass man sich so unabhängig wie möglich von dem vom Geld macht letztendlich und von diesen dass ich also so wenig wie möglich erpressbar bin. Also wir haben eigene Stromversorgung, eigene Wasser-Abwasserversorgung, wir haben einen eigenen Garten, wir schlagen das Holz selber für unsere Wärme und wir haben hier ein super tolles Umfeld, hier wohnen unglaublich viele Leute, die sich super vernetzt haben, wo wir Kooperativen haben für den Einkauf und für die Gesundheit und für dies und für das. Ich brauche nur in diesem Netzwerk gucken, ja. Leider wohnen wir alle ziemlich weit auseinander. Das ist der große Nachteil. Das kann auch mal zum richtigen Nachteil werden, weil das hat wieder was mit dem Besitz und Eigentum zu tun. Weil wir halt immer noch in diesen Bereichen denken und leben müssen, weil es ja auch so ist. Wenn ich dieser Mühle oder wenn wir diese Mühle nicht gekauft hätten und im Grundbuch die nicht meins wäre, dann könnte ja jemand anders auf meinen Lebensstil Zugriff nehmen, vielleicht, wenn ich Pech habe. Ja. Also, aber eigentlich hatte ich damals gesagt, wie ich das mich dafür entschieden habe, ich kaufe das nur, weil ich jetzt dazu gezwungen bin. Also weil es einfach die gesellschaftlichen Systeme erfordern, aber ich kaufe es, aber ich möchte es an Mutter Erde zurückgeben. Ja. Also so, durch mein Handeln, indem ich das aufmache, indem ich Menschen einlade, indem ich, ja, du kannst hier wohnen und bring dich ein. Aber klar, du musst auch dich finanziell einbringen, weil das geht immer nicht anders. Wir leben in dieser Welt und man darf hier nichts ausgrenzen. Man sollte auch nichts ausgrenzen. Aber, und das funktioniert auch. Also ich halte das für sehr wichtig, dass wir uns vernetzen. Okay. Und wie kann jemand, der in der Stadt wohnt, anfangen? Also gibt es auch so ein paar psychologische Prinzipien, also sich frei zu machen von Angst und ja, sich vernetzen mit anderen Menschen und seine Ernährung umstellen, in Kooperativen eingehen. Und dann ja, braucht man dafür, es gibt ja verschiedene Abhängigkeiten, also vom Arbeitgeber. Viele sind auch in der Bequemlichkeit gefangen. Braucht man da Selbstdisziplin? Kannst du uns da was empfehlen an Literatur oder wie kann man da am besten sich rausholen, wenn man jetzt in der Stadt wohnt und nicht diese Netzwerke hat? Also ich denke erstens, dass in der Stadt sehr viele Netzwerke sind. Man findet sie, hat sie vielleicht noch nicht gefunden. Also zuerst einmal gucke ich, wo
gebe ich mein Geld aus? Wohin bringe ich mein Geld? Und ja, dann gibt es Bioläden, dann gehe ich dort in den Bioladen, da lerne ich auch schon mal wieder ganz andere Leute kennen. Dann macht den Bioladen eine Frau oder eine Frau und ihr Sohn bei uns jetzt zum Beispiel. Jetzt, da die sind zwar teurer wie ein Rewe oder so, aber ich gebe mein Geld dahin. Und ich gehe daran ja auch nicht zugrunde, dass ich das dahin gebe. Ja, auch wenn es teurer ist. Aber ich weiß, da gebe ich das in die gute Richtung. Also in dem Moment, wo ich mich entscheide, also als erstes glaube ich, es ist wichtig, dass man sich die Entscheidung trifft, wie will ich leben? Ja, will ich biologisch leben? Will ich mit der Natur verbunden leben? Will ich das überhaupt? Oder will ich lieber Game, die sie am Computer Spiele machen oder sowas? Das muss ich ja erstmal wissen. Ja. Will ich jeden Abend einen Film gucken oder treffe ich mich lieber mit Leuten und mache ein Brettspiel? Das muss man ja auch wissen, ja. Gehe ich mehr in die Medien oder gehe ich raus aus den Medien? Also, das muss man sich ja erstmal genauso mit den Süchten, ja. Will ich die Süchte, ja, muss ich mir jeden Abend einen antrinken oder lasse ich das einfach mal bleiben, ja, und gehe mal nüchtern durch die Welt oder irgendwie so. Das fängt ja schon in diesen ganzen Kleinigkeiten an. Und in dem Moment, wo ich mich entscheide, zumindest das ist meine Erfahrung, wenn ich mich entscheide, da möchte ich lang gehen, dann kann ich meinem Bauchgefühl folgen, weil mein Bauchgefühl führt mich dann schon in die richtige Richtung und auch zu. Und wir leben im Moment in einer wirklich genialen Zeit, weil wir leben in einer, da geht alles so schnell, die Vernetzung und alles, das geht so schnell, dass sich die richtigen Leute finden. Das geht tak, 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 das kannst du richtig zugucken, ja. Und das kann ich nur sagen, mach dich auf. Entscheide dich, wo du hin willst, und dann geh den Weg, ja. Hast du noch, ja, das ist schön. Vielleicht als letzte Frage, wo kann man dich finden? Welche Bücher hast du geschrieben und was magst du uns noch sagen, dass man also mit dir das, was du geschrieben hast, lesen kann oder mit dir Kontakt aufnehmen kann? Also, ich habe zwei Bücher, also drei eigentlich geschrieben, die verlorene Göttin. So, das ist das Cover von beiden. Das eine ist Brecher, richtig dick, das ist eine Bibel, ja. So dick. Und das andere ist dünner. Also da geht es um, das ist heißt die verlorene Göttin und da geht es um die spirituelle Geschichte, die ich anders beleuchte, als wie sie normalerweise beleuchtet wird. Ich gebe hier und da Seminare, aber eigentlich eher auf Anfrage, weil ich will das eigentlich mehr abbauen, weil ich an einem neuen Buch arbeite und ja, wie kann man mich, also wer Lust hat, kann mich natürlich einladen zu einem Vortrag oder was, oder dass man irgendwas zusammen entwickelt, was man vielleicht mal zusammen macht, so ein Gesprächskreis. Ich bin kein Fan von diesen ganzen Medien, aber bleibt uns ja zum Teil auch nicht andere übrig, weil wir viel zu weit alle auseinander wohnen. Das ist ja auch eine Erdengemeinschaft. Weltgemeinschaft, so weit sind wir noch nicht, da müssten wir auch mit den Außerirdischen Kontakt haben. Kommt vielleicht. Wir mal erstmal so hier auf der Erde klarkommen. Ja, in dem nächsten Umfeld Ja. mit den anderen Arten, Ja. wenn nicht genügend Menschen im Umfeld sind. Also das mache Ja, ich vielen, schon. vielen Also Dank. wenn ich angesprochen werde oder willst du nicht mal einen Vortrag halten zu dem Thema sowieso oder wie jetzt auch beim Matri wissen dann, oder wie wir das jetzt auch machen oder so, das dann genau, dass man dann einfach Ja. mal über die Themen spricht. Okay. Genau. Dann vielen Dank. Ja, es war sehr, sehr spannend. Ein Abriss, einen kurzen Abriss durch die mitteleuropäische Hallo. Geschichte bis zur heutigen Zeit. Ganz Ja, vielen im Galopp, vielen Gesprächen. Dank für dein umfangreiches Wissen und deine Art. Sehr, sehr Ja, schön. ich danke dir, dass du mich angesprochen hast und das freut mich sehr. Also genau, und ich wünsche dir auch viel Erfolg mit auf deinem Weg, Michel, und
Ja, hoffe, dass du dort bleiben kannst, wo du jetzt bist. Und dass Das wir hoffe durch ich auch, diese ja. Zeit gut durchkommen und immer guter Dinge bleiben. Ja, wir schaffen das. Ja, Alles schaffen Gute wir. dir. Dir auch. Mach's gut. Okay, auf Wiederhören.